Yo, 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 wie geht's, liebe Gucci-Gänger? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Gurkengott. Den ersten Video seit einer ganzen Weile, irgendwie seit 5 oder 6 Tagen. Es tut mir leid, ich war so ein fauler Sack, ne? Aber jetzt geht's wieder los. Einzelkarten kaufen oder Booster aufmachen. Zwei Dinge, die ein bisschen miteinander konflikten, denn das eine nimmt dem anderen so ein bisschen den Sinn weg. Wenn du sowieso nicht nach so vielen Einzelkarten aus warst, macht's ja keinen Sinn, über Booster zu kaufen, oder? Ich meine, das werden wir heute mal ein bisschen besprechen, dementsprechend legen wir einfach mal los. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Wenn es um Karten geht, haben wir natürlich ganz oft das Problem, dass es ein paar ziemlich teure Karten gibt. Das sind in der Regel die guten Karten. Nicht immer. Nee, nicht immer. Okay, es gibt Sammler, die verrückten Scheiß machen mit den Kartenpreisen. Darüber reden wir jetzt erstmal nicht. Wir sagen einfach mal, die guten Karten sind teuer. Ich meine, das ist eine Sache, die Sinn macht. Gute Karten brauchen viele Leute. Dementsprechend sind die eben auch ein bisschen was wert. Doch wie genau macht man dann sowas? Wie genau kommt man denn an so einen Spaß? Wie genau kommt man an einen, zum Beispiel hier, Zeus. Ich weiß seinen ganzen Namen nicht mehr. Göttliches Arsenal AA Zeus Himmelsdonner. Das ist ein furchtbarer Name, aber die Karte ist fucking broken. Man braucht sie eigentlich in jedem Deck, was irgendwas mit Xyz-Monstern am Hut hat. Also, die schwarzen Jungs. Auf jeden Fall, die Karte ist ziemlich gut. Und Problem ist eine Secret Rare. Und Secret Rares sind fucking selten. Ihr werdet die Karte wahrscheinlich nicht ziehen. Ihr solltet sie an dem Punkt einfach selbst kaufen. Problem ist, die Karte ist um die 55 Euro wert. Was machen wir also damit, wenn wir sie nicht kaufen wollen? Ja, dann müssen wir hoffen, dass sie jemand zum Tauschen hat. Wenn sie niemand zum Tauschen hat, dann welche Option bleibt uns noch übrig? Wenn wir keine 55 Euro haben, aber die Karte wirklich brauchen, die sie niemand tauschen kann, dann haben wir doch gar keine andere Wahl mehr, als Packs aufzumachen, oder? Ja, aber eure Chancen, die zu ziehen, sind unglaublich gering. Ich hätte sie wahrscheinlich ausrechnen können, aber honestly, ich habe ja vorhin schon angemerkt, dass ich ziemlich faul bin. Dementsprechend habe ich das natürlich nicht getan. Gott, scheiße. Ja, wie dem auch sei. Das habe ich nicht getan, weil ich bin. Dementsprechend, sagen wir einfach mal so, es ist ziemlich unrealistisch, dass ihr diesen Kerl hier aus euren Boostern ziehen werdet. So, allerdings, warum sollte man dann überhaupt noch Booster kaufen? Nun, ganz, ganz simpel, das Gefühl, Booster aufzumachen, ist ziemlich sick. Ich meine, es ist die Überraschung, es ist das Adrenalin. Wenn ihr sonst nichts Geiles im Leben habt, dann ist das natürlich eine Sache, die ziemlich nicht schlecht ist. Das Problem ist, was lebt ihr denn bitte für ein langweiliges Leben, wenn das der einzige Thrill in eurem Leben ist? Ich meine, klar, ich kann es nachvollziehen, ich würde auch gern Booster öfter aufmachen, aber holy shit, Alter, Geld. Geld. Wir haben da zum Beispiel solche Situationen wie diese hier. Gerne diese Karte hier. Albtraumritter Einhorn. Ziemlich gute Karte. Ziemlich Staple. War lange so um die 30 Euro wert. Ich hatte keinen Zugriff auf Card Market, aber ich hatte Geld. Was habe ich also getan? Ich habe bei meinen Locals viel zu viele Packs von Flames of Destruction gekauft. Das Set, in dem dieser Kerl hier rauskam, zusammen mit den andere Nightmares, die sind alle sehr viel günstiger. Die hatte ich schon ziemlich schnell zusammen. Aber ich hatte immer nur dieses verdammte Einhorn gefehlt, okay? Dann habe ich im Endeffekt so viele Packs davon aufgemacht, dass ich einfach jedes Secret Rare aus dem Set gezogen habe, außer Einhorn und Trisbania. Dementsprechend, erstmal, dann war natürlich auch Impermanence dabei. Die habe ich im Endeffekt getauscht gegen Burning Abyss Deck. Ich bereue nichts, das war total sick. Aber dieser kleine Ficker hier, okay, der hat mir einfach immer noch gefehlt. Und irgendwann habe ich ihn dann gezogen. Ich habe aber locker irgendwie 150 Euro in Special Editions gepumpt und das war ein Fehler. Dementsprechend kann ich euch wirklich nur raten, kauft die Singles, auch wenn da 30 Euro als Preistag steht. Es ist es absolut wert, okay. Dann verschwendet keine 150 Euro für einen scheiß Unicorn. Ich meine, ich habe dasselbe immer noch, aber die gibt es jetzt mittlerweile in Collectors Rare. Und das ist die Version, die ich spiele, weil sie schöner ist. Also, ja, nicht weise investiertes Geld. Ich hätte mir auch einfach wirklich die Singles kaufen können. Oder von jemandem beim Laden direkt dort sagen können, hey, yo, ich weiß, die Karte geht 30 Euro, aber ich brauche sie wirklich. Du hast ja sowieso Access zu Card Market oder eBay oder sonst wie ich nicht, Bro. Oder selbst wenn ich es hätte, ich will die Karte jetzt haben, ich brauche sie für mein Deck. Kann ich dir einfach 5 Euro draufgeben und wir machen es und dann wird er auch wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich ja sagen. Dementsprechend ist das eine Taktik, die ihr fahren könnt. Und dann, ja. Allerdings sind ja seltene Karten nicht das einzige Problem, was es in Yu-Gi-Oh! Gilt, weswegen ihr vielleicht nicht unbedingt Packs kaufen solltet. Und zwar, ja, das war jetzt ja nur die Seltenheitsstufen. Ja, Secret Rares und Hauptsets sind natürlich immer ein bisschen schwerer zu bekommen. Das ist durchaus ein Problem, das sehe ich ein. Was dann noch viel blöder ist, ist, wenn Karten einfach geshortprintet werden. Was heißt Shortprint? Seltener gedruckt. Wisst ihr, wie teuer der war? Der war zeitweise 100 Euro wert. Einfach weil er fucking broken ist, weil man ihn in fast jedem Deck gespielt hat. Also ziemlich jedem Deck, was ein bisschen mehr als ein bisschen Link-Monster beschwören konnte. Und das Ding ist einfach eine OTK-Maschine. Es ist insane. Die Karte ist absolut insane. Ich meine, jetzt sieht sie nicht mehr so viel Play, aber sie ist wahnsinnig gut. Zumindest war sie das damals. Und da haben wir eben solche Probleme. Hey, die Karte ist jetzt 100 Euro wert. Kaufen wir mal Packs und versuchen sie zu ziehen. Problem ist, sie ist Shortprint. Das heißt, sie ist noch viel seltener als eine Secret Rare an sich.
sondern ihr werdet sehr, sehr viel wahrscheinlicher eine Trash-Secret Rare aus dem Set bekommen, als die einzige gute Secret Rare, so ziemlich, die es in dem Set generisch gab. Und das ist halt ein Problem. Ebenfalls hatten wir das Problem mit dieser Karte hier. Einfach zum Flex habe ich sogar zwei Stück davon. Invoked Mechaba, der war irgendwie 20, 30 Euro wert. Ist euch jetzt wieder, denn ist angestiegen. Ist eure Schuld, wenn ihr die nicht bei 12 Euro gekauft habt. Ich habe es getan. Ja, auf jeden Fall. Der war ziemlich teuer im Preis, denn er war auch Shortprint und er war mandatory zu spielen für Invoked. Eins der interessantesten Decks, was damals rausgekommen ist und jetzt immer noch meta-relevant ist. Das ist der Wahnsinn. Und, abgesehen davon, dass er schick ist, er ist einfach gut. Und dementsprechend haben wir das Problem, yo, die Karte ist ziemlich teuer, plus sie ist eine Shortprint, es lohnt sich nicht, Packs aufzumachen. Händler kommen nicht dran, weil sie nicht unbedingt Packs aufmachen wollen, weil es sich nicht lohnt, das aufzumachen für eine wirklich, wirklich teure Karte. Oder vielleicht zwei, weil auch noch die Beschwörung selbst auch eine Hardcore-Shortprint war. Dementsprechend hatten wir ziemliches Desaster, was diese Preise hier angeht. Es ist, tut mir leid, weil ich das ein bisschen falsch wiedergegeben habe, ich habe zu der Zeit nicht wirklich aktiv gespielt. Aber auf jeden Fall, ja, solche Probleme da. Das ist, Gott sei Dank, wurden jetzt mittlerweile Shortprints beendet von Konami. Dafür gibt es halt mehr Secret Rares pro Hauptset. In dem Fall kam der Mechaba selbst aus dem Sideset, der Bowl Sword allerdings aus dem Hauptset. Und deswegen war der eben voll teuer und so. Aber jetzt haben wir solche Probleme wie den Zugangskodiersprecher, Access Code Talker aus, oh Gott, wie hieß das Set? Eternity Code. Und der ist halt ziemlich gut, ungefähr vergleichbar mit Bowl Sword. War auch so zeitweise bei 80 Euro, jetzt ungefähr bei 66 eingependelt. Und da haben wir das Problem, ja, der ist keine Shortprint mehr, aber weil es jetzt 10 Secret Rares pro Hauptset gibt anstatt 8, das heißt, jedes Mal, wenn du schon so glücklich bist und eine Secret Rare in deinem Pack hast, kann es nicht nur noch eine von 8 sein, sondern eine von 10. Dafür allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für alle gleich groß, aber ungefähr kommt das genau das gleiche raus. Dann haben wir halt den Access Code zu ähnlichen Preisen wie dem hier. Warum habe ich jetzt keinen Access Code zum Vorzeigen? Ich hatte sehr, sehr lange einen, aber den habe ich vertauscht aus offensichtlichen Gründen, weil ich halt das Gefühl habe, dass der bald vielleicht einen Reprint bekommt und ja. Ich will ganz gerne nicht so viel Geld verlieren, wenn ich mir den für den Wert von 75 Euro ertradet habe. Ne, da haben wir halt kleine Probleme. Also ja, solche Probleme gibt es da eben. Und dann gibt es allerdings auch noch die guten Karten, die halt allgemein so nicht geshortprintet reingeworfen werden, für die es sich tatsächlich lohnt, Packs aufzumachen, ja? Deswegen bin ich ja immer ein Fan davon, Sidesets aufzumachen. Sowas wie Battles of Legend. Battles of Legend, nicht nur macht es extrem viel Spaß zu öffnen, weil es einfach... Es macht einfach meiner Meinung nach am meisten Spaß zu öffnen, solche All-Holo-Sets, die sind einfach cooler. Oder halt noch auch gut war Dual Overload oder Dual Power. In Dual Overload gab es zum Beispiel den Kerl hier, der ging lange 100 Euro in der Originalauflage, den Phantasmal Thanos auch bekannt. Also ja, und jetzt 2 Euro, weil er noch einen günstigen Reprint in Maximum Gold bekommen hat, auf jeden Fall. Aber solche Karten könnt ihr random ziehen, der war nicht geshortprintet, das war insane, als er rauskam in dem Set, ging er 10 Euro. Das ist dann halt wieder ziemlich gut, denn eine Box hat, glaube ich, 20 Euro gekostet, damit habt ihr direkt von die Hälfte der Box drin. Wenn ihr dann noch einzieht, ja geil, Alter, Profit. Und sowas hingegen macht dann wieder Spaß zu öffnen und ist sinnvoll. Also gut, ich habe ziemlich viel geredet in diesem Video, aber was können wir als Fazit ziehen? Macht keine Hauptsets auf, überlasst das den Händlern, kauft euch die Einzelkarten oder tauscht sie euch ran. Es ist eigentlich immer die bessere Option zu tauschen. Das ist mein Trading-Card-Game, ne? Das hat es ja schon im Namen. Ansonsten Sidesets, All-Holo-Sets sind nicht nur spaßig zu öffnen, sondern lohnen sich auch meistens noch. Gerne mal, weil einfach Karten daraus mit der Zeit steigen. Solche Sets lohnen sich immer zu öffnen. Oder wie es dieses Jahr eben sein wird, Ghost from the Past wird sich extrem lohnen zu öffnen und ist halt zusätzlich nochmal cool. Wegen den Ghost Rares drin. Dementsprechend, der Monitor ist ausgegangen, aufregend. Wie dem auch sei, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu liken, vergesst nicht meinen Zweitkanal zu abonnieren, ja? Der ist ab sofort auch verlinkt. Ich habe das nämlich immer verkackt, den zu verlinken. Falls ihr mich lustig findet, was ihr hoffentlich findet, dann könnt ihr dort vorbeischauen und dann gibt's Gaming-Videos und andere Videos und ist ziemlich sick. Wir sehen uns im nächsten Video. Tüdelü.